Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zur 10. Orgelfeierstunde im Kölner Dom. Mein Name ist Anna Göke und ich bin Assistentin des Domkantors, also mit zuständig für den Mädchenchor am Kölner Dom. Wir befinden uns hier im Turmzimmer. Sie sehen hier das Uhrwerk zu der Uhr, die Sie auch im Kölner Dom sehen. Links und rechts sehen Sie auch noch viele Figuren, die ursprünglich mal an der Fassade des Kölner Doms befestigt waren. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Gast der Orgelfeierstunde, Johannes Matthias Michel. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf ein tolles Konzert mit Ihnen heute Abend. Erzählen Sie doch erstmal zu Ihrer Person. Also ich habe in Ihrer Biografie gelesen, Sie machen von Komposition über Chorleitung, über Orgel, Professur und so weiter sehr viel. Und erzählen Sie doch erstmal, wie es dazu gekommen ist. Ja, ich bin in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen und mein Vater war auch Kirchenmusiker. Und insofern hatte ich das Bild immer vor Augen. Ich wollte Orgel spielen, ich wollte Chöre leiten. Ich bin heute tätig in Mannheim, an der Christuskirche Mannheim. Das ist die Hauptkirche der Stadt. Und verwalte dort auch noch das Bezirkskantorat, das Landeskantorat für Nordbaden. Und habe außerdem eine Honorarprofessur an der Musikhochschule. Ich selber bin auch noch als Konzertorganist und als Komponist sehr aktiv und insofern habe ich immer was anderes, Spannendes, Neues zu tun und kann mich immer wieder auf dem einen, auf dem anderen Gebiet austoben, was ein sehr glücklicher Zustand ist für ein langes Berufsleben. Wie kam es ausgerechnet zu Mannheim? Also ich habe, Sie haben ja jetzt gerade schon erzählt, da gibt es viele Stationen, die Sie da bedienen. Nun bin ich ja eine echte Südpflanze. Ich bin am Bodensee aufgewachsen und habe auch zufällig dann eigentlich immer in Baden-Württemberg studiert, bin immer da unten geblieben. Das hat sich so ergeben. Und ich hatte tatsächlich als Student die Vision, dass ich mal in eine große Kirche kommen könnte mit zwei tollen Orgeln, einer barocken und einer großen romantischen und mit zwei tollen Chören, einem Kammerchor und einem Oratorienchor. Und das ist in Mannheim der Fall. Ich habe mich dort beworben. Man hat mich damals genommen, das ist schon 21 Jahre her. Und deshalb bin ich immer noch dort, weil es ein toller Arbeitsplatz ist. Wahnsinn, also ein sehr großes und breites Spektrum. Jetzt sind Sie hier im katholischen Köln und jetzt interessiert mich natürlich auch, Sie haben gesagt, Sie waren schon mal hier auch im Kölner Dom. Als Sie gestern angefangen haben zu üben hier, was inspiriert Sie am Kölner Dom? Was finden Sie besonders? Naja, also mich fasziniert, wie viele andere Menschen auch, dieses unglaubliche Gebäude mit seinen Dimensionen und seiner großartigen architektonischen Strukturierung. Und das inspiriert mich künstlerisch. Ich interessiere mich auch für bildende Kunst sehr. Inspiriert mich künstlerisch und musikalisch, mich auszudrücken. Dazu die beiden wunderbaren Orgeln. Eine tolle Orgelanlage mit einem Zentralspieltisch, von dem aus alles angesteuert werden kann. Auch das ist eine faszinierende Angelegenheit, zusammen mit dem starken Hall, der in der Kirche ist, indem man dann großartige Inszenierungen machen kann, ganz feine, weiche Töne, Dinge, die sich durch den Raum schwingen, die einander entsprechen, einander zuspielen und natürlich auch mal so richtig groß aufmachen und am Schluss natürlich auch mal alle Register ziehen, was schon einen gewaltigen Lärm verursacht, der einfach auch eine große Freude macht. Jetzt haben Sie sich ein Programm ausgewählt, was aus vier Komponisten, wo Sie auch selber mit drunter sind, besteht. Und mich würde jetzt interessieren, wo Sie gerade auch diese Faszination für die zwei Orgeln ausgedrückt haben. Wie kam es jetzt zu diesem Programm? Hat das mit den Orgeln zu tun oder ist das so Ihr Lieblingsprogramm? Also wir sind ja jetzt in den Sommerferien, in der Sommerzeit und da ist keine so starke liturgische Bindung bei geistlichen Konzerten da. Das heißt, ich muss nicht Passionsstücke oder Adventsmusiken spielen, kann etwas freier mein Programm zusammenstellen und das mache ich sehr, sehr gerne und mache es besonders gerne auch stilistisch sehr vielfältig, um den Zuhörern, ich will mal sagen, wirklich ein Vergnügen und eine gute Unterhaltung im anspruchsvollsten Sinn zu geben und dass sie sich da erfreuen können an auch wirklich kontrastierenden Dingen. Es ist so, dass für mich Johann Sebastian Bach eigentlich in fast jedes Konzert hineingehört. Da bin ich vielleicht ein bisschen konservativ, aber ich liebe diese Musik so sehr und beschäftige mich immer wieder mit ihr. Ich habe jetzt zwei Choralvorspiele zu dem Lied Valette will ich dir geben ausgewählt. Das eine ist ein Jugendwerk
was auch schon sehr prächtig daherkommt. Und das eine ist ein sehr viel späteres Werk. Beide Werke sind formal gleich angelegt mit einem Cantus Firmus im Bass, aber doch nochmal in ihrer Unterschiedlichkeit, was die künstlerische Vollkommenheit angeht, sehr, sehr differierend. Also das zweite Werk, was schon ein späteres Orgelwerk von Bach sein könnte, ist doch wirklich ein großartig ausgearbeitetes Stück, wie so eine, wie so ein Präludium und Fuge etwa von Johann Sebastian Bach. Das Lied, was da dahinter steht, ist während einer Pestepidemie 1614 gedichtet und auch die Melodie dazu gemacht worden und war in der Barockzeit auch sehr verbreitet. Das ist natürlich klar, dass mir das in Sinn kam, wo wir jetzt unter der Corona-Epidemie leiden und die Menschen damals unter der Pestepidemie, natürlich eine viel schlimmere Epidemie, die hatten ja nichts als ihr Vertrauen auf Gott, dass er ihnen helfen möge. Wir vertrauen auf den Impfstoff fast allein inzwischen leider, aber sind auch froh, dass wir die Medizin haben. Zwischen diesen beiden Werken, die im Plenum sind, spiele ich ein Werk zu der Melodie Nun freut euch, liebe Christen, mein, die zu Bachs Zeit unglaublich verbreitet war und zu allen möglichen Texten gesungen wurde. Ich glaube, er hat, wie im Untertitel angedeutet, den Text Es ist gewisslich an der Zeit, machen wir die schöne Uhr, im Sinn gehabt, weil er nämlich eine Uhr in diesem Stück nachstellt. Die rechte Hand hat kontinuierlich 16 von Anfang bis zum Ende wie ein Sekundenzeiger an der Uhr. Und die linke Hand, der Bass, der spielt Achtelnoten wie ein Minutenzeiger. Und in der Mitte des Stückes befindet sich die Melodie in langsamen Notenwerten wie der Stundenzeiger. Also das nennt man Augenmusik, das ist ein optisches Symbol. Und so habe ich, glaube ich, da einen, hoffe ich, einen schönen Eingangszyklus geschaffen aus diesen Werken von Johann Sebastian Bach. Auf jeden Fall, sicherlich auch für unsere Zuhörer interessant zu wissen. Danach folgt ein Werk von Christian Heinrich Rink, ein großer romantischer Komponist. Wie kam es zu dieser Auswahl? Also wir haben ja das Jubiläumsjahr, das Beethoven-Jubiläumsjahr im Moment, was zum Teil ins Wasser fällt. Und wir Organisten haben natürlich Louis Vierne als großen Jubilar in diesem Jahr im Auge. Und dabei wird Christian Heinrich Rink, der auch 1770 geboren ist, im gleichen Jahr wie Beethoven, und also wenn er noch leben würde, seinen 250. Geburtstag feiern könnte, der wird oft vergessen. Das ist insofern erstaunlich, weil Rink zu seiner Zeit der erfolgreichste Orgelkomponist überhaupt war und es sicherlich 100 Jahre lang keine Orgelanthologie, kein Orgelbuch gab, wo nicht viele seiner unzähligen Stücke mit abgedruckt wurden. Natürlich sind diese Werke oft ein bisschen bieder und heute nicht mehr so ansprechend. Insofern kann man das schon verstehen, dass Rink einem breiteren Publikum nicht bekannt ist. Aber er hat ein Werk hinterlassen und das ist dieses Flötenkonzert, in dem er ein Solokonzert zwischen einem Solisten und einem Orchester imitiert. Und das finde ich doch ganz großartig gelungen. Also das ist ein Werk, was unheimliche, auch so eine sommerliche Leichtigkeit und so eine Selbstverständlichkeit ausstrahlt. Er hat das Stück auch geschrieben im klassischen Stil, also im Mozart-Stil, während er sonst, wie Sie zu Recht sagen, eher als Frühromantiker einzustufen ist. Übrigens, die Idee, ein solches Solokonzert auf die Orgel zu legen, die stammte gar nicht von ihm. Das hat Justin Heinrich Knecht schon gemacht und andere, aber er hat es großartig ausgeführt. Jetzt kommt im nächsten Punkt Ihres Programms ein Stück von Ihnen. Ja. Ich musste am Anfang tatsächlich ein wenig schmunzeln, als ich gelesen habe, für Pedal Solo und die Psalmverse, die dem unterliegen, haben alle was mit Gehen und Füßen und Schritten zu tun. Und wie entstand diese Idee? Also ich hatte einen Auftrag zu einem Konzert mit dem Thema Psalmen in der Orgelmusik, noch ein Werk dazu zu schreiben. Es gibt da, wie Sie vielleicht wissen, diese berühmte Sonate von Julius Reubke über den 94. Psalm, aber die ist nicht abendfüllend und dann sucht man noch Dinge dazu. Und da kam ich auf die Idee, Psalmmeditationen zu schreiben und kam auf diese Idee, Psalmverse zu nennen, wie ich sie völlig richtig festgestellt habe. Und damit
wie sagen, also das mit dem Schmunzeln und dem leichten Augenzwinkern, das haben Sie völlig richtig erkannt. Also das ist so in meiner Natur. Nur sind die Stücke jetzt nicht irgendwie lustig oder witzig, die sind modern. Und vor allem die Stücke rechnen auch mit einem großen Raum, mit einem Raum, der auch eine gewisse Weite und auch einen gewissen Nachhall hat. Insofern sind die mir gleich wieder eingefallen. Als ich die Einladung bekam, hier zu spielen, habe ich gedacht, du könntest doch von deinen Stücken eigentlich diese Psalmmeditationen spielen, weil die zum Teil die Weite des Raums brauchen. Also im zweiten Stück heißt es ja auch, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das hat mich inspiriert, das mit hierher zu bringen. Und üblicherweise mögen das Publikum, mag es ganz gerne, diese Pedalsoli zu hören, weil es doch immer verblüffend ist, wie viele Töne man doch tatsächlich mit den zwei Füßen spielen kann. Auf jeden Fall. Vielleicht sagen Sie auch nochmal, ich habe ein bisschen recherchiert und festgestellt, Sie haben ganz viel komponiert, auch in alle Stilrichtungen, Messen und Chorwerke, auch Kindermusicals und Orgelwerke. Vielleicht sagen Sie einmal, wer Sie inspiriert. Also ich hatte das Gefühl, es ist alles Richtung Jazz ein bisschen gedacht, aber... Nein, das kann man nicht sagen. Also es sind Teil meiner Werke, vor allem die häufig aufgeführt werden, dankenswerterweise, die sind im Jazzstil. Da gibt es Orgelstücke und Blechbläserstücke und Chorwerke, also bis hin zu ganzen Jazzmessen. Das ist schon richtig und die sind in einem Jazz-adaptierten Stil. Sollte es zu einer Zugabe kommen, würde ich so ein Werk heute Abend noch spielen, am Anschluss ans Konzert. Und, aber die andere Hälfte meiner Werke sind in einem freien, moderneren Stil. Manche sind etwas gemäßigt modern, damit in einfachen Verhältnissen es auch musiziert werden kann. Aber manche meiner Stücke sind auch ganz modern und wenden sich an professionelle Musiker. Ich selber bin bei einem Kirchenmusiker, meinem Vater, aufgewachsen und der hat auch schon komponiert und der hat auch schon an allem immer was verändert. Und das ist der Geist, in dem ich groß geworden bin. Und schon mit 6 Jahren habe ich mir erlaubt, am Ende eines Mozart-Menuetts den letzten Takt umzukomponieren, so in einer wirklich kindlichen Eigensinnigkeit. Mhm. Und daran kann man sehen, dass der Wille zur eigenen Gestaltung, der war eigentlich immer da, der Wille, mich selbst auszudrücken, war immer da. Ich komme auch aus einer Großfamilie, wo viele Menschen künstlerisch tätig waren und sich in verschiedener Art auch publizistisch geäußert haben. Das ist mein Lebenselixier. Und sobald mir etwas in den Sinn kommt oder mich jemand fragt, du, es gibt doch das und das gibt's doch so noch gar nicht, also eine bestimmte Besetzung für einen bestimmten Zweck, dann bin ich sofort inspiriert und denke, da muss ich mich dran machen. Und insofern habe ich immer wieder von außen Anregungen, teils durch die eigene Arbeit oder durch Fragen von Kollegen, aber auch aus mir selbst heraus fallen mir immer wieder Dinge auf, wo ich sage, das möchte ich schreiben und die Zeit reicht nicht, um das alles auszuarbeiten. Aber es sind, wie Sie feststellen, haben schon viele, viele hundert Werke inzwischen geworden und auch die meisten davon veröffentlicht. Und aber auch mit dem richtig experimentellen Charakter oder? Gibt es auch, gibt es auch. Es gibt von mir Stücke, auch mit Sinfonieorchester und Solisten oder Chor, die einen ganz experimentellen Charakter haben. Oder auch, ich habe ein Werk für 10 Blechbläser geschrieben, wo kein einziger gerader Ton kommt. Das Stück heißt dann, der Wind weht, wo er will. Können Sie sich schon vorstellen, dass da die Blechblasinstrumente für diesen Text das Richtige sind. Aber diese Werke sind natürlich anspruchsvoll in der Ausführung und werden natürlich nicht so häufig aufgeführt wie meine leichteren Werke, wie so ein Werk wie Intrade in Jazz oder sowas, was Sie auf YouTube 30, 40 Mal finden können oder bestimmte Chorwerke dieser Art. Abschließend spielen Sie ein Werk von Karg Ehlert. Diesen Namen liest man auch häufiger in Ihrer Biografie. Jetzt würden mich 2 Sachen interessieren. Zum einen, wenn man sich so viel mit Karg Ehlert beschäftigt, was ist das Besonderste, was man im Laufe dieser Zeit feststellt? Und zum Zweiten, welche Höraufgabe würden Sie dem Publikum geben? Weil ich persönlich muss sagen, ich habe mich noch nicht so viel mit Karg Ehlert auseinandergesetzt und finde es dann auch immer direkt sehr anspruchsvoll. Also ich bin als Schüler noch zufällig über die Musik von Siegfried Karg Ehlert, kann man sagen, gestolpert. Bin da hineingestolpert und habe im Laufe der Zeit der Beschäftigung gemerkt, dass es sich hier nicht um einen weiteren romantischen Kleinmeister handelt, sondern um einen Großmeister der Orgelmusik oder der Musik für Tasteninstrumente. Denn das hat er hauptsächlich geschrieben, neben einiger Kammermusik. Karg Ehlert ist ein Komponist, dem die musikalische Farbe
eine der wichtigsten Elemente in seinen Kompositionen waren. Insofern unterscheidet er sich auch sehr deutlich von seinem Pendant oder Antipoden, Max Reger, finde ich sehr deutlich. Kagelert hat all diese Stile in seinem Werk, in seinem Personalstil synthetisiert. Das ist eine Parallele zu Johann Sebastian Bach auch. Und er ist dafür auch angefeindet worden. Schon zu Lebzeiten hat man ihm jüdische Kompositionen oder amerikanischen Stil unterstellt. Er selbst war nicht jüdischer Abstammung. Und er ist dann 1933 gestorben, krankheitshalber, und dann ins ABC der Juden in der Musik gekommen, sodass seine Musik sowohl stilistisch wie auch durch den Faschismus sozusagen völlig verschwunden ist aus dem Blickfeld der Musiker. Und es war in Köln in den späten 60er Jahren an ihrer Hochschule hier, dass Wolfgang Stockmeyer diesen Komponisten wiederentdeckt hat. Seine Schüler haben das gespielt, er selber hat die ersten Plattenaufnahmen gemacht. Und davon habe ich natürlich auch den Gewinn davon, dass ich dadurch letztendlich indirekt auf Kagelert aufmerksam geworden bin. Ich habe dann mit Gesinnungsgenossen zusammen die Kagelert-Gesellschaft gegründet und viele Jahrzehnte war ich deren Präsident und habe mich, glaube ich, mit dem Werk von Kagelert sehr, sehr intensiv beschäftigt. Es ist ein gigantischer Kosmos, er hat unglaublich viel zu bieten, insbesondere auch auf dem Gebiet noch Harmonium, aber sein Hauptschaffen liegt eigentlich auf der Orgel. Das Werk, was ich heute Abend spiele, die Partita Retrospectiva, ist ein Spätwerk, das erst posthum veröffentlicht wurde. Und wie der Name schon sagt, blickt der Komponist in dem Stück zurück. Mir kommt es vor wie ein Film, der aus lauter kurzen Schnipseln zusammengestellt wurde. Schnelle Kamerawendungen, wusch, wusch, in die eine und in die andere Richtung. Und er bietet so einen bizarren Kosmos von Farben, Formen und Figuren. Im langsamen Satz auch sehr elegische und auch sehr harmonische Kantilenen und Melodien. Also Kagelert ist auch ein Komponist, der gute Melodien schreiben kann, eingängige. Und am Schluss natürlich mit einer unglaublichen Virtuosität und dem Zitat des Liedes Wachet auf, ruft uns die Stimme dann die Orgel so zum Brausen bringt, wie das nur wenige Stücke können. Es gibt wenige Stücke, die so viele Registrierungen einer Orgel zum Klingen bringen, wie diese Partita Retrospectiva. Das werden Sie nachher hören. Super, ganz, ganz herzlichen Dank für diese ausführliche und spannende Werkeinführung, die ja doch sehr viel mit Ihrer Person auch zu tun hat. Nun bleibt mir nichts weiteres, als Ihnen ganz, ganz viel Freude und Erfolg für das Konzert zu wünschen und Ihnen, liebes Publikum, ganz viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören.